Lass uns später darüber philosophieren. Wir müssen Carla finden. Los, ihr beiden, bewegt euch. Heilige Scheiße, hat die ein Tor drauf. Schon gut, aber wird dieses Bike zulassen, dass wir ihn zurückbringen? Jetzt wird er aber wieder unhöflich. Ja. Kannst du auch nicht entscheiden, ob er nett oder unhöflich ist? Der gute Ethan. So. Weiter geht's. Da rechts ist ein schöner Speicherpunkt, den werden wir doch großzügig benutzen. Und ein Heilpunkt. Ha, schön heilen. Und fertig geheilt. Mal eben einen kleinen Schnitt, weil das dauert ewig. Naja, so ewig auch nicht, aber das braucht man sich ja nicht angucken. So. Mal gucken, ob da noch was ist. Schaut nicht so aus. Ist auch nichts. So, hast du gespeichert? Gut, ich hab grad nicht aufgepasst. Und weiter geht's. Raven Meadow, Block C1. Und wir nehmen schon wieder 8,5 Minuten auf seit der letzten Pause. Ich glaube, wir haben jetzt für 2 Wochen aufgenommen hier bald. Aber wir haben uns entschieden, dass wir die ersten beiden von dem Anfang immer 2 Episoden appen werden. Und wenn ihr hier angekommen seid, dann wären wir schon längst wieder angefangen, nur eine Episode zu appen. Nur so rückwirkend mal für die Erklärung. Wir hauen hier die Kisten klein und bekommen keine Ahnung was, weil es zu schnell weg war. Irgendwas mit M. Ein Wort mit M, was in diesem Spiel vorkommt. Monomate! Richtig! Nee, das ist ein Laserzorn. Tut mir leid. Mein Schatz, den kannst du nicht so kaputt machen. Wir sind nicht bei Star Wars. Und ja, ich weiß nicht. Der Ethan ist wohl kein Hochspringer. Ja, durchs Loch. Wie Alice im Wunderland. Ab ins Kaninchenloch. Wundert mich eh, warum die hier die Wege immer unter- und überirdisch machen. Irgendwie seltsam. So, und das scheint nach einem Seed zu rufen. Und was ist das für ein hässliches Teil am Himmel? Und der Gute rennt wieder irgendwo hin. Ach, der hat uns ausgetrickst. Na super. Und die Viecher sind wieder da. Doppelt durch die Luftfeuer. Haare, das, wenn du mal da nicht so rumstehen würdest ohne Waffen, sondern mal die Waffen in die Hand nehmen würdest und auch mal drauf klopfen. Oh, ja, ein Monster. Oh, es ist schon halb tot. Ich glaube, ich schlag mal drauf. Und wir sind das gleiche Level wie unsere Ausbildungsmeisterin. Wahrscheinlich nicht lange, aber im Moment noch lange genug. Ich meine, wir haben 2 Level gelevelt, sie hat noch nicht mal 1 Level gelevelt. Und auffällig ist ja auch, dass der gute Hyuga auch kein Level abgemacht hat seit Level 5. Womit hat er angefangen? 5 oder 4? 4, okay, 1 Level ab hat er geschafft. Ich würde mal vorschlagen, dass er öfters mal draufhaut. Aber ich glaube, die Level werden eh am Ende wieder angeglichen. So. Also nicht unseres wird gleich, aber das von den anderen. Und Steinschlag Level 6. Aber ach, das ist jetzt nur unsere einhändige Waffe, das haben wir vergessen. Du könntest übrigens auch wieder zu den 2-händigen Waffen wechseln, da wir die ja eben aufgeladen haben. Ach, nur Leben. Oh, ups. Wirklich, sorry. So, nee, mittlerweile haben wir 3, weil die laden sich nicht auf, wenn man sie nicht benutzt. Die laden sich nur auf, wenn man die rumträgt. Weiß ich nicht, irgendwie mit Bewegungsenergie werden die geladen. Nicht mit Sonnenenergie, sondern mit Bewegungsenergie. Da ist ein Schritt-Energiezähler drin. Naja, aber wenn der Schritt-Energiezähler drin wäre, würde das auch funktionieren, wenn man sie nicht in der Hand hält. Naja, weil sie dann auch wackeln würden. Also, keine Ahnung, wie die Energie funktioniert. Auf jeden Fall muss man so tragen. So. Vielleicht kann ich auch einfach sagen, für jeden Schlag, den man schlägt, kriegt man einen Schritt. Ich glaube, das ist die beste Erklärung dafür. Jeder Treffer saugt dem blöden Monster ein bisschen Energie ab und lädt die Waffe weiter auf. Wobei das auch nicht stimmt, vielleicht jeder zweite Schlag. Naja, egal. So. Und einsammeln und da ist noch Heuhaufen. Frag mal wieder mehr, hast du nicht drauf? Ja, ich finde das Monster hatte schon genug drauf für uns.
Ja, genau, hast du recht, Sato. Die haben nichts drauf. So. Nee, das war, glaube ich, nichts mehr. Das ist alles. So. Und neue Viecher. Genau, erstmal hinstellen, erstmal Brüllen. Angriff! Nach den Gesicht der Sprache. Und tot. Das nächste. So, da ist eine neue gespawnt. Da links. Die sind jetzt auch ein höheres Level. Etwas abgedreht, also. Oder hatten wir noch nicht solche? Hatten wir schon. Okay, ich sag nichts. Ja, so das hat gerade Spaß. Auch nee, mein Spielstift. Ich den ja für drin, weil ich gucke ja nur zu bei dem Let's Play. Ich spiele ja nicht. Ich kommentiere ja nur. Ansonsten würde mir wahrscheinlich nicht so viel einfallen, was ich quatschen könnte. Ich weiß auch nicht. Bisher hat noch keiner sich geäußert, ob das gefällt oder nicht gefällt. Aber ich meine, stulles Schweigen, dann muss man ja auf Gefallen schätzen. Naja, oder auch nicht gefallen. Dass keiner guckt. Und keiner was sagt. So. Und tschüss. Autsch. Ich glaube, du solltest mal wieder etwas heilen. Ein Monomate bitte sehen. Herr Ethan Laser. Noch nicht? Noch nicht? Vielleicht kommt Mob und dann heißt es wieder. Oh, Level up. Karin, gratuliere. Wir haben schon ein halbes Level und die Karin ist von Level 7 auf Level 8 hochgestiegen. Hm. Was sagt uns das? Sagt uns, dass keine Bäume hier kaputt waren. Und ist euch aufgefallen, dass wir meistens nichts rauskriegen, wenn wir einen Baum kaputt machen. Ich habe es auch festgestellt mit der Zeit, dass es sehr sinnlos ist, Bäume kaputt zu machen in diesem Spiel. Hm. Und wisst ihr übrigens, welche meine Lieblingsregion ist? Meine Lieblingsregion ist die, bei Neudals mit diesem asiatischen Touch. Ich mag das irgendwie asiatisch. Warum auch immer. Als ich in China war, da hat mir das Essen überhaupt nicht gepasst. Meinem Magen besser gesagt nicht. Aber in Deutschland gibt es kein chinesisches Essen. Doch, es gibt chinesisches Essen. Hier gibt es ja China Restaurants. Nein, hier gibt es kein chinesisches Essen. Das Essen, was wir hier essen, ist europäisches Chinesisch. Weil das Zeug, was ich in China serviert bekommen habe, als ich in China war, nein, das war auch ganz anders. Das ist in China so, man hat da so einen großen runden Tisch. Da stellen die dann die Schalen drauf und dann darf sich jeder mit seinen tollen Zahnstochern da Sachen raussammeln. Also mit seinen Essstäbchen. Und du hast dann nur so ein Schälchen vor deiner Nase. Und nein, das ist nicht dein Tellerchen, sondern das ist dein Mülleimer. Da kommt das rein, was du nicht essen willst. Das heißt, also, du bist eigentlich ständig mit den Stäbchen in den Schüsselchen am Sammeln und sofort in dein Mundsteckchen. Und jetzt bitte schluck du mal ein Monomädchen, wenn ich schon dabei bin. Sehr dringend. Dankeschön. Nee, so ist das da. Das ist nicht so wie bei uns, dass wir dann schön da unser Teller voll machen und dann futtern. Nee. Und vor allem, weiß ich nicht, dann gibt es auch Gemüse, da fischt man sich das dann da aus dem Wasser raus und es gibt Suppe. Und irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich oft das Problem, dass die Suppe irgendwie nach Chlor geschmeckt hat. Weil die das Wasser da schön chloren und das natürlich immer alles schön mit dem Chlorwasser kochen. Zum Glück weiß man ja bei einer Suppe, dass eine Suppe durchgekocht ist. Und da läuft schon wieder der blöde, wie ist der? Kalan oder irgendwie so. Irgendwas in der Richtung. Läuft schon wieder vor uns weg und hinterlässt uns die Gegner. Ich weiß nicht, ob der schon Antigen hat, dass sie den nie angreifen. Naja. Aber dann kommen wir nochmal zum chinesischen Essen. Ja, das Essen in China ist ganz anders als das, was wir hier essen. Und als ich da. Ich war ja mit dem Schüleraustausch da und ich war auch immer nur in guten Restaurants und hab da gegessen. Aber wenn man so über die Straße geht, zum nächsten Internetcafé und man sieht, wie die dann, die sollen schon noch Kakerlaken verkaufen auf der Straße und die sollen wohl zum Essen sein, dann ist einem irgendwie wirklich sehr übel. Tut mir leid. Und das Krasseste, was ich erlebt habe, war, ich habe auf meinem Zimmer im dritten Stock Kekse auf meinen Nachttisch gelegt. Und am nächsten Morgen waren Ameisen da drin. Ameisen im dritten Stock. Ich habe dann den Tisch abgerückt
Und dahinter habe ich gesehen, wie die irgendwie aus einer Ritze in der die ganze Wand hochgekrabbelt sind. Zu meinem Tisch. Und auch noch wahrscheinlich auf das ganze Stockwerk. Aber man wundert sich ja über nichts. In dem gleichen Hotel gab es ja auch Kakerlaken im Badezimmer. Aber das ist in solchen Ländern dann einfach normal. Da sollte man dann auch diese Schlappen anziehen, die die einem da anbieten, wenn man sich die Teile nicht nach Hause schleppt. Weil da kann man den Kammerjäger bestellen. Und dann hat man sehr lange Spaß damit. Wenn man die Viecher sich einschleppt. Aber ich habe das zum Glück immer schön gemacht. Man kriegt da so tolle Papierschläppchen. Und mit denen kann man dann da rumlaufen und die Eier dann schön an diesem Papierschläppchen kleben lassen. Und mein Freund meint, ich laber zu viel. Aber ich denke, das macht Let's Plays doch interessant, oder? Weil man so schön viel Zeug dabei labert. Weiß nicht, Grunk labert auch immer über Gott und die Welt und alle hören ihm gespannt zu. Dann werdet ihr mir da auch gespannt zuhören, wenn ich von meinem Leben erzähle, wie ich so in China rumgewimpert bin und was ich da so erlebt habe, oder? Ich denke mal schon. Weil außerdem, wenn euer mein Quatsch euch nervt, dann könnt ihr einfach den Ton ausstellen und könnt einfach gucken, wie wir kommen. Das Tolle, Let's Play ist Duo, das ist multifunktional. Mein Freund kriegt sich nicht mehr ein. Komm, lass das Lachen raus und sag deine Meinung. Ja, ja. Ja, ist keine Meinung. Ja, was soll ich dazu sagen? Was macht deine Freundin? Quatsch zu viel. Aber ist auch gut. Der Monomel. Nee, sonst verlegt es wieder, wenn du nicht mehr ab. Oh, ich denke ab. Ich quatsch zu viel. Ja, manchmal sehe ich auch Sachen, die weiß mein Freund dann immer. Und dann guckt er mich danach und sagt, oh! Naja, wir sind jetzt anderthalb Jahre oder so knapp zusammen. Ja, knapp anderthalb Jahre.